Hallöchen, meine kleinen und großen Hobbits, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest hier bei Holden und Bombardin. So, ich muss es ehrlich zugeben, ich habe mir jetzt mal kurz hier noch eine kleine Basis aufgebaut, habe hier gespeichert und ich habe ein bisschen herumprobiert. Denn im Internet kursieren die verschiedensten Sachen. Aber um ehrlich zu sein, keine hat die Lösung gebracht, wie man in dieses Sinkhole kommt. Bis auf eine Sache. Und da habe ich mich jetzt einfach mal, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, ich habe mich jetzt einfach mal informiert. Wieder mal. Und es ist scheinbar tatsächlich eine Höhle, die gar nicht hier ist, sondern eine Höhle, in der wir schon mal waren. Das ist das Komische. Es ist eine Höhle, in der wir schon mal waren. Das ist eigentlich das, was ich sehr, sehr seltsam finde, um ehrlich zu sein. Und ich habe keine Ahnung, wie wir von dieser Höhle aus tatsächlich letztendlich ins Sinkhole gelangen sollen. Aber wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Es bringt jetzt nichts. Ich habe jetzt nachgeguckt, weil ganz ehrlich, das bringt nichts, wenn wir jetzt noch 10 Mal in diese eine Höhle reingehen. Und die ist es halt gar nicht, ne? Das ist nicht mal die Höhle gewesen. Nein, es war die falsche. Es war die falsche Höhle. So, wir versuchen uns jetzt hier mal kurz vorbeizuschleichen. Ich meine, wir wollen ja das Spiel irgendwann mal durchspielen, ne? Und wir könnten jetzt noch 100.000 Mal in dieselbe Höhle gehen und gucken, ob wir da nicht vielleicht doch was finden, aber wir finden da halt nichts. Das ist halt das. Das ist das Ding. So, wir müssen noch ein bisschen weiter hier lang. Das hier ist es nicht. Es ist lustigerweise, scheinbar zumindest, ich weiß es nicht hundertprozentig, ne? Aber es ist lustigerweise scheinbar irgendwo da hinten. Und da waren wir aber doch noch nicht. Hm, das ist komisch. Es ist sehr, sehr seltsam. Mittlerweile kenne ich mich echt gar nicht mehr aus. Es ist scheinbar irgendwo hier. Mal kurz auf die Map, Moment. So. Also es muss irgendwo hier sein. Hier muss sich irgendwo eine Höhle befinden. Wenn zumindest dieser Guide stimmt, den ich gesehen habe. Beziehungsweise, ich habe nicht den Guide gesehen, ich habe mich einfach informiert. Das könnte es sein. Das könnte der Ort sein. Wir schauen einfach mal rein. Und wir haben eine neue To-Do-List bekommen. Das ist schon mal gut. So, To-Do-List. Mal gucken. Das ist die Chasm Cave. Alles klar. Die Chasm Cave. Selbst wenn nicht, dann haben wir wieder eine neue Höhle gefunden. Das ist doch schön. Und ein paar neue Passagiere. Das ist doch auch schön. Wiggle, wiggle, wiggle. Toll. Neue Höhle, neues Glück. Vielleicht kommen wir ja jetzt endlich ins Sinkhole rein. Es wäre doch uns echt zu wünschen, nach den ganzen Strapazen, die wir schon hatten. Holy shit. Nope. Leck mich am Arsch. Also nicht ganz. Kennst du schon den hier, mein Freund? Wir sollten das Zeug nicht so sehr verschwenden. Fuck. God damn it. Volltreffer. Boom. Thank you.
Habt ihr das gesehen, Leute? Kleine Armsie, komm hoch. Oder ist er tot? Nee, der grunzt noch. Der Drecksack grunzt noch. Ja, jetzt muss er doch bald mal sterben. Komm schon. Der hat eine verdammte Explosion abbekommen. Der lebt halt immer noch, ne? Der Schlingel. Runterfallen wir jetzt ganz schlecht. Er lebt immer noch. Eieiei. Würdest du jetzt endlich mal sterben, bitte? Es wäre einfach mal sehr, sehr lieb von dir. Komm schon, dann muss er irgendwann mal sterben. Wie viel will der denn noch aushalten? Komm schon, wandere wieder zurück. Kleines Armsilein. Das hat ihn jetzt gekillt. Ein Pfeil sie zu knechten, oder wie? Naja, gut. Perfekt. Er ist tot. Und wir bekommen wieder ein bisschen Rüstung. Nice. Hahaha. Okay. Gut. Also ich hoffe, ihr seht mir das nach, dass ich danach geguckt habe. Aber... du Drecksack. Kleiner, mieser, dreckiger Drecksack. Da kommen noch mehr, glaube ich. Oh ja. Hier gefällt es mir jetzt schon. Ecke. Ich glaube, es geht hier lang. Mal gucken, was hier noch so ist. Ich habe keine Ahnung. Was zu trinken ist immer gut. Pass auf, trinken wir gleich mal was. Sehr gut. Trinken ist immer gut. Holy shit. Baby hin? Da ist es. Tötet. Da sind auch noch mehrere. Auch vorsichtig, aufpassen. Aua. Aua. Verdammte Drecksbabys, ey. Die sind halt alles zerlegt haben fast. Ihr kleinen, miesen Stinkekinder. Ihr kleinen, miesen, dreckigen Stinkekinder. Unter diesen Umständen möchte ich keine Kinder haben. Niemals. Stinkekinder. Oh, was da? Was ist da schönes Gefühl? Ich glaube, die noch nicht. Oder so. Gut, den Computer brauchen wir jetzt gerade nicht.
Diese Höhle gefällt mir. Die ist einfach mal verdammt riesig. Geil. So mag ich das. Wir gehen mal hier runter. Und dann lauf! So. Unvorsichtig. Okay, wir wollen nach unten jetzt. Wir gehen nicht mehr nach oben. Es geht ab jetzt nur noch nach unten. Kein Zurück mehr. Das sieht irgendwie so aus, als wäre hier was zum Sprengen. Aber okay, hier können wir mit der Axt rüber. So, wunderbar. Heilige Scheiße. Ja, ich würde sagen, das sieht nach Sinkhole aus. Ah, endlich. Wobei, hier ist Sackgasse erstmal. Wie scheint es sei denn? Warte mal. Sag mir jetzt nicht, dass hier Sackgasse ist. Spiel. Böses Spiel. Aber hier scheint echt Sackgasse zu sein. Schade. Falschen Weg genommen. Wie es scheint. Ah. Hier geht's rüber. Okay. Mal ganz kurz einen Happen, das können wir wegwerfen. So. Ich glaube, dort unten erwartet uns etwas Böses. Ja. Ja, hier erwartet uns etwas nicht so Schönes. So, okay. Das ist nicht gut. Oh, warte. Oben. Finde ich lustig. Die fürchten meinen Boden. Da macht halt leider zu wenig Schaden. Obwohl, jetzt ist einer tot. Immerhin.
Das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Alle Babys tot? Ja. Scheint so. Alle Babys scheinen tot zu sein. Sehr gut. Schön ist das hier. Oh ja. So, was erwartet uns hier wieder Tolles? Krankes, gestörtes. Oh, bin ich runtergefallen. Ein Loch. Durch das wir, ich weiß nicht, können wir uns da durchspringen? Ich will es jetzt nicht riskieren. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal runter. Ist wahrscheinlich das Bessere. Erdkanister brauchen wir nicht mehr. Können wir nicht mehr. So. Runter. Immer weiter. Okay. Ein Zelt. Das ist gut. Das heißt, erstmal das Foto nehmen. Aha. Cave Entrance. Yo. Okay, ich würde sagen, speichern. Puh. Kurz weiterlaufen noch. Es sieht hier. Oh. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal neu laden. Wir haben ein bisschen Mist gebaut und das machen wir dann einfach in der nächsten Folge. Das soll es gewesen sein. An dieser Stelle geht es dann weiter. Und dann schauen wir mal, wo wir hinkommen letztendlich. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.